Heute ist Geheimhaltungsstufe Rot auf Teneriffa, denn wir sind hier bei einer Weltpremiere oder eigentlich sogar schon vor einer Weltpremiere. Und davon gibt es heute Felix Pferd Audi A3 Limousine. Okay, Leute, also ganz ehrlich, wenn du mir jetzt sagen würdest, Felix, du sitzt gerade in einem A6 drin, ich würde es sofort glauben. Das sieht so Premium hier aus, das erwartest du nicht von der Kompaktklasse. Fährt sich auch ordentlich, aber bevor wir da ein bisschen mehr noch ins Detail gehen, was ich gerne mache, weil das macht echt Spaß, gerade auf den Straßen hier, aber davor schauen wir uns das Auto nochmal von außen ordentlich an. Das ist also die neue Audi A3 Limousine. Und direkt von vorne sieht schon sportlich aus, muss man sagen. Und ich meine, das ist nicht der S3 oder der RS3, das ist der ganz normale neue A3. Und was mir besonders gut gefällt hier, das Tagfahrlicht. Und das hat hier unten so ganz viele einzelne Punkte, die du dir tatsächlich individualisieren kannst später. Also kannst du ein bisschen den Wagen zu deinen eigenen machen. Dann können wir eigentlich direkt auf der Höhe bleiben, weil schaut euch mal die Felgen hier an. Also auch das, wie geil sehen die denn bitte aus? Die sind so ein bisschen perforiert hier. Gut gemacht. Aber bei einer Limousine, das Wichtige, die Seitenlinie ist ja anders als beim Sportback, den es ja schon gibt. Und dementsprechend hat man jetzt natürlich auch einen ordentlichen Kofferraum, den man jetzt auch, passt mal auf, einfach mit dem Fuß aufmachen kann. Sehr gut, wenn du halt ordentliche Einkäufe da reintun willst und passt auch einiges rein. Aber setzen wir uns mal rein hier ins Auto. Und zwar erstmal nach hinten. Für mich nämlich wichtig bei so einem Auto, kann man da auch ordentlich mit mehreren Personen, also zu viert oder sogar zu fünf, längere Strecken fahren. Und ganz ehrlich, das ist ordentlich Platz. Ich bin jetzt 1,90 groß. Viel größer darfst du nicht sein, dann stößt du irgendwann oben an. Aber jetzt gerade, für mich passt es gut. Und ich finde selbst hier hinten sehr geil, wie die Sitze sind. Häufig sind Sitze ja nur vorne irgendwie gut und hinten irgendwie. Aber hier selbst hinten, schaut mal, wie schön das gemacht ist. Und das kannst du eben auch alles individualisieren. Es gibt sehr viele verschiedene Farben, sodass jeder das Auto für sich machen kann. Zweimal USB-C, das ist immer Zukunft. Ich finde, daran siehst du, was Zukunft ist, ja. Überhaupt, dass zwei USB-Anschlüsse hinten sind und nicht mehr irgendwelche alten USB-A, sondern USB-C. Gute Sache, Audi. Aber jetzt wollen wir nach vorne, jetzt wollen wir fahren. Immer schön genau Sportmodus, bisschen rein Dynamic, Schaltung auch sportlich. Du kannst sie schalten tatsächlich mit den Schaltwippen und du hast ein gutes Lenkgefühl. Kriegst nicht super viel Feedback hier jetzt rein in der Lenkung, aber es ist einfach ein Auto, mit dem macht es auch Spaß hier zu fahren, auch wenn es eigentlich nicht unbedingt die Hauptqualität von dem Auto sein soll, sondern es soll eigentlich ein entspanntes Auto für den Alltag sein, was praktisch ist, womit du alles überall hier mitnehmen kannst und natürlich Infotainment und so weiter. Das muss stimmen. Und das schaut euch hier mal an. Das ist so ein bisschen entliehen natürlich aus den anderen Audi-Modellen. Also wer schon mal A6 gefahren ist, was wir ja auch schon gemacht haben, auch schon vorgestellt haben hier auf dem Kanal, das ist genau das System hier. Du kannst sogar, wenn du jetzt hier auf das Navi raufgehst, Suche zum Flughafen vielleicht, gibst du einfach hier F und L an. FL. Auf Englisch gerade gestellt, aber es funktioniert alles, ja. Das finde ich ein richtig gutes System, das habe ich immer schon in anderen Audi-Modellen gerne benutzt und jetzt auch in der Kompaktklasse. Dann komplett digitales Display hast du hier in der Mitte, was du auch noch umstellen kannst, auf verschiedene Arten. So zum Beispiel habe ich hier meine Gänge und noch die Geschwindigkeit mehr, aber ich kann auch einfach das Navi groß machen. Aber was man auch machen kann, ist Wireless Apple CarPlay, richtig gut. Und guck mal an, wie gut die Qualität von diesem Display ist. Das sieht richtig cool aus, oder? Guck, wie das Albumcover da aussieht. Mega geil. Das ist für mich halt so ein voll wichtiger Punkt, finde ich. Vor allem wireless. Ich habe mein Handy einfach nur in der Tasche und ich kann es aber auch hier unten reinlegen. Dann wird das wireless geladen hier unten. Geil, oder? Geil, voll geil. Ich muss nichts mit irgendeinem Kabel verbinden. Ich habe meine Musik, ich habe mein Telefon, Navigation von den Handy-Apps, wenn ich das möchte. Es ist alles einfach da auf einem so geilen Display. Das ist nicht verpixelt oder irgendwas. Das ist echt geil. Überhaupt so die ganze Optik hier vorne, muss man schon sagen, sieht richtig Premium aus, oder? Ich finde das richtig cool, wie hier die Lüftungsdüsen gemacht sind. Da fühlt sich einfach wohl hier drin im Auto. Besonders sind natürlich diese extravaganten Türöffner. Siehst du die hier? Die sind einfach so offen hier zu der Seite. Die sind echt cool. Also ich mag dieses Audi-Design, diesen ganz klaren Formen mit so viel, eigentlich schon fast polygonmäßig, ne? So ein bisschen nur Spiegel Racing kommt da schon ein bisschen mit raus. Da bräuchten wir nur noch einen anderen Motor drin. Ne? Also ich freue mich auf den RS3, wenn der irgendwann rauskommt hiervon, mit dem richtig geilen Motor.
für mich ist es auch gerade sehr besonders, dass wir hier fahren dürfen, denn wir sind exklusiv eigentlich die einzigen auf der Welt, die extern von Audi jetzt gerade schon mit dem Auto fahren dürfen, schon Monate bevor das Ganze vorgestellt wird, richtig. Das ist schon, das ist auf jeden Fall ein Privileg und auch für uns krass zu sehen, wie so eine Produktion aussieht. Ich wollte euch einfach mal mitnehmen, glaube ich, wie das hier oben aussieht. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass einfach so eine richtig geile Straße hier gesperrt wird, komplett, nur damit hier halt was Geiles produziert werden kann. Und das müsst ihr euch einfach mal anschauen, ja? Deswegen dreht euch mal rum, denn seht ihr, das hier ist das Basecamp. Hier ist die ganze Produktion gerade, ist gerade auch Mittagspause, also alle fleißig am Essen. Hier ist eine eigene Küche aufgebaut worden. Hier gibt es einiges zu essen vorne und wir gehen einfach mal so ein bisschen rum. Dürfen auch nur Leute hin, die auch ordentlich hier sich ausweisen können, ne? Die Jungs hier haben ja auch ihre, was bist du? Blogger Cam A. Ja, na klar. Du bist nur Cam B, Niklas, ne? Bessere Cam. Und du bist die Anfänger-Cam, oder? Wir sind weltexklusiv ja hier, ne? Also kein anderer aus der ganzen Welt, kein Blogger, kein Journalist darf hier mit ran, nur wir. Ansonsten ist alles hier geheim. Und in den ganzen Autos ist hier das ganze Equipment. Ihr könnt sogar hören, hier ist sogar ein extra Generator da für den Strom. Also alles wird hier hochgebracht. Das hier ist so ein extra Kameraauto und da ist hier einfach so komplettes Rig drumherum gebaut. Wenn das praktisch das, was wir bei uns zu Hause im Studio haben, haben die hier an ein Auto rangebaut, damit du da eine Kamera hast, die richtig stable ist. Hier im Kamerafahrzeug sind zwei Leute dafür zuständig, also einmal drei Leute, einmal hier der Fahrer und einer ist zuständig, um die Kamera zu steuern, also links und rechts. Und einer ist zuständig, die Kamera nach oben und unten zu steuern und natürlich auch gleichzeitig den Fokus dazu zu ziehen. Also das wir gehen jetzt nach immer scharf ist. Rechts rüber hier und rüber, ist die Kamera links. Drauf, die ja, und runterfahren kann und da fährt und Felix. Blinken. Und ja, komm mal hier mit hier nach hinten. Hier ist auch noch weiteres Equipment. 1 Million Walkie-Talkies sind am Start, dass wir hier alle untereinander im Kontakt bleiben. Also auch wenn ich im Auto sitze, weil es auch das Risiko, dass irgendjemand die Absperrung durchbricht, irgendein Tourist oder Spanier oder so. Dann muss das Auto sofort abgedeckt werden, weil es alles halt strengstens geheim ist. Ist ja logisch, ne? Ihr müsst euch mal überlegen. So ein Auto wird über Jahre hinweg entwickelt und dann muss alles auf den Punkt genau der Weltöffentlichkeit präsentiert werden. Und da darf nicht irgendwie vorher irgendeiner schon alles vorher leaken. Also da gibt es großen Aufwand für. 5, 6 Leute hier im Set sind, glaube ich, nur für die Sicherheit zuständig. Und die Sicherheit bedeutet einfach nur die Sicherheit, dass das Auto niemand sieht. Das alles auch unter widrigen Bedingungen. Heute nicht. Heute haben wir geilen Sonnenschein hier. Ein bisschen Wind ist am Start, aber in den letzten Tagen war es ja teilweise nur 4 Grad. Man kann es sich kaum vorstellen. Es war 4 Grad, so ein staubiger Wind, der hier durchgeweht ist. Und da muss auch alles stehen bleiben. Hier drunter ist nämlich das Besonderste, da gehen wir gleich noch hin. Aber erstmal zum Ende vom ganzen Set kommen mit. Na, auch sehr wichtige Sache, nämlich extra Toilettenwagen ist da. Komm mal mit, kleine Roomtour. Guck mal, das ist richtig schön gemacht. Das ist schöner als mein Hotelzimmer hier. Ist ja kein Witz, oder? Also dieses Bad würde ich fast mein Hotelzimmerbad vorziehen. Du hast eine eigene Kabine hier für die Toilette. Spiegel, Waschbecken, es ist alles am Start. Eine Treppe. Guck mal, so kannst du dich eigentlich auch so als Hollywood-Schauspieler, hast du auch so ein Set wahrscheinlich so aufgebaut. Aber die haben vielleicht noch so einen richtig geilen Wohnwagen dran. Das wäre noch geil, oder? Das würde ich noch richtig feiern. Aber das Allerwichtigste, das Geheimste der geheimen Sache, das ist hier drunter, in diesem Zelt nämlich. Denn da ist das Auto gerade in der Mittagspause drin. Kommt mal hier hin. Hier ist es. Wirklich versteckt. In einem Zelt und dann nochmal unter der Plane. Also so eine krasse Sicherheitsstufe habe ich noch bei keinem Set gesehen. Krass, dass wir auch hier so ein kleiner Teil davon sein dürfen. Aber jetzt geht's zurück ins Auto. Natürlich sieht, dass wir jetzt nicht in einem A8 sitzen, ist hier unten. Schaut mal, das ist schon noch hartes Plastik. Und so sehen übrigens die Cupholder hier aus. Sollten aber zumindest sehr, sehr praktisch sein, dass du hier verschiedene Größen gut reintun kannst. Auch immer eine wichtige Sache. Aber alle Materialien, die du anfährst oder so den direkten Sichtfeld hast, die sind schon sehr, sehr hochwertig. Also das finde ich geil gemacht mit der ganzen Designsprache. Das ist ja so ein bisschen der Punkt, ne? Kaufst du den VW Golf oder kaufst du den A3? Die sind sehr, sehr ähnlich. Aber nur mit einem A3 hast du eben so ein bisschen das Premium-Gefühl. Das muss stimmen. Und ich finde für mich auf jeden Fall, das schafft er hier. Interessante Lösung hier unten für die Lautstärke übrigens. Das ist kein normales Rad, sondern du drehst hier dran. Das ist so ein bisschen wie so beim iPod früher. Und gleichzeitig kannst du auch rechts und links gehen, um zum Beispiel halt einen Track nach vorne und nach hinten zu switchen. Ich finde CarPlay ist die beste Erfindung übrigens. Ne? Also der Android Auto, der CarPlay, dass du so deine Handysachen alle da drauf auf dem großen Display haben kannst. Beste, was man haben kann. Auch ein sehr geiles Feature, was du sonst eigentlich nur aus der Oberklasse bisher gekannt hast. Head-Up-Display. Ich sehe einfach meine Geschwindigkeit und das Tempolimit sehe ich vorne in der Scheibe drin. Alles perfekt da. Ich muss nicht runtergucken, sondern kann mich auf die Straße konzentrieren. Cooles Feature. Das ist sie also, die neue Kompaktklasse von Audi. Und das als Limousine, also mit ordentlich Platz auch hinten. Sieht gut aus von außen. Was haltet ihr vom Auto? Schreibt es unten rein in die Kommentare. Und das war's für meinen allerersten kleinen kurzen Fahreindruck hier
von der Audi A3 Limousine. Also vielen Dank fürs Zuschauen, drückt einen Daumen, wenn es euch gefallen hat und schreibt es auch unten rein, was für Autos wir als nächstes testen sollen. Macht's gut, ciao, ciao.